Jetzt muss natürlich noch der Starter wieder angebaut werden. Diesen einfach ansetzen. Und auch hier darauf achten, erstmal nur handfest anschrauben. So mache ich es. Man könnte auch alles nacheinander anziehen, aber dann läuft man schon Gefahr, dass die eine oder andere Spannung noch da drin ist. So, handfest. Jetzt bauen wir unsere Kettenbremse wieder ein. Als allererstes hängen wir unsere kleine Feder wieder ein. Hier oben. So. Dann können wir diesen kleinen Hebel hochdrücken. Bis unter die Feder. Nehmen dann unseren Handschutz, unseren Hebel. Die seitliche Öffnung zeigt nach oben, die untere Öffnung in dem Fall auch nach unten. Hier in diesen Schlitz einführen, so weit, bis beide Bohrungen aufeinander liegen. So. Dann seitlich ansetzen. Mit leichtem Druck. So, schon ist unser Handschutz montiert. Jetzt noch hier den Sicherungsclip drauf, dass ich das Ganze nicht wegschieben kann. Dann haben wir hier immer noch nach wie vor unsere Feder, die wir wieder einhaken. Wieder mit dem Daumen leicht Druck ausüben, hinten einhaken, abstreifen, schon ist die Feder fertig. Dann kommt unser Spannband. So, ich spanne jetzt mal vor. Einfach wieder so ansetzen. 90 Grad drehen, aufdrücken, bis es richtig sitzt. Den richtigen Sitz achten, dass das diese Lasche hier oben durchführt und alles andere. Hier seid ihr dran vorbei und unten schön sauber sitzt. Jetzt können wir das Ganze mal auslösen. So, und schon mit unserer Kupplungsglocke gehalten. Das ist auch die Funktion der Kettenbremse. Ich spanne vor. Diese kleine Feder ist nur dazu da, um meinen Handschutz eine gewisse Vorspannung zu geben, damit die nicht hier so rum, damit der nicht so rumflattert. Ja, hier ist eine Ausbuchtung, damit drücke ich gegen den Hebel. Der Hebel durch die Rundung drückt ihn wieder zurück, bis in die kleine Mulde, wo er praktisch zentriert wird. Und schon ist alles wieder so, wie es sein sollte. Jetzt noch unsere Abdeckung drauf. Kurz testen. Wunderbar. Jetzt hier noch die letzte Schraube vom Starter ansetzen.
Handfeste mache ich es. Funktion kurz überprüfen. Danach anziehen, aber nicht zu fest. Wie gesagt, ist alles nur Kunststoff. Ruhig. Nur mit der Hand, nicht mit der Knarre, da hat man einfach zu viel Gewalt. So. Jetzt noch unser Seitenblech anbauen. Und zu guter Letzt unseren Handgriff. Das Griffrohr sozusagen. Hier in die Vertiefung. Hier haben wir es ja gemerkt, die längeren Schrauben. Außen. In dem Fall von den Kunststoffgriffrohren, es gibt die auch aus Stahl bzw. aus Alu. Da hat man oben wie unten kürzere Schrauben. So, das wäre auch schon alles. Was jetzt noch folgen würde, wäre der Auspuff, hinten der Vergaser. Aber das ein andermal. So, viel Spaß beim Nachmachen. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Falls es Fragen gibt, einfach schreiben. Bis dann.